Basis damit reaktiviert. Resonanzpunkt wurde protokolliert. Such dir einen anderen Unterschlupf. Hier ist alles dicht. Hier ist alles dicht. Jeez! Alter! Wie viel ist er fallen? 300 Gel. Ich hätte nicht gedacht, dass er aufsteht. So einer ist bisher noch nie aufgestanden. 15 Waffenteile. Puh. Sind wir jetzt hier drin sicher? Ich weiß es nicht. Ja, ich kann keine Waffe in die Hand nehmen. Wir sind safe. Das ist cool. Wir haben somit einen weiteren Safe-Punkt. Stadtintern. Okay, das war der Spiegel. Boah, Panik. Wirklich Panik. Ein paar Waffenteile. Hey, eine Spritze haben wir gefunden. Halten zum Hineinsehen. Können wir gleich auch noch machen. Erstmal will ich hier noch ein bisschen einsammeln, was hier so rumliegt. Was haben wir da denn? Ein Rauchbolzen. Setzt Rauch frei. Okay, dann können wir heimlich vorgehen und die eventuell auch alle messern. Halten, um das Mark zu betreiben. Ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Okay. Hier können wir speichern. Machen wir auch mal direkt. Zack, Handy rein. Nehmen wir auch mal einen neuen Speicherplatz. Ah, das ist so cool, dass man sich hier frei bewegen kann, eine Open World hat und so vieles entdecken kann. Aber das hält auch wieder verdammt lange auf, weil man halt sich eben frei bewegt und viel entdecken möchte. Können wir noch runter scrollen. Rekrutenbericht. 8 von 40 Informationen waren das jetzt. Eine Schublade ist hier noch. Mit einer Sicherung drin. Sauber. Nur auf den PC kann man noch nicht zugreifen. Da brauchen wir ein Passwort für. Okay, schauen wir erstmal in den Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Sebastian ist der Schönste im ganzen Land. Okay. Ach so, die Spiegel sind jetzt quasi Teleportationspunkte. Zwischen der zweiten und der Hauptbase, oder täusche ich mich da? Kann ich jetzt aussuchen, wo ich mich quasi hin teleportiere durch die Punkte? Aber erstmal wird geupgradet. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Das weiß ich noch nicht genau. Schlüssel habe ich, glaube ich, keine. Leichenschränke ansehen. Die 11 Pistolenmunition nehmen wir mit. Das haben wir leer gemacht. Ein Medikit können wir auch nicht mitnehmen. Schade. Hier haben wir noch 4 Shotgun-Muni. Können wir dringend gebrauchen. Mit ihr reden. Wie soll ich diese Nägel je fertig kriegen, wenn sie ständig meine Maniküre unterbrechen? Niemals sollst du die fertig kriegen. Du sollst nur mich fertig kriegen. Und zwar mit sämtlichen Upgrades, die dir das Spiel zu bieten hat. Wir haben 5000 Gel. Da gibt es natürlich wieder so viel, was man machen kann. Ich schätze mal, Gegner bemerken uns schon recht wenig. Gegner aus der Ecke herumtöten. Du bewegst dich schneller in geduckte Haltung. Ist auch saunützlich. Ist alles so mega nützlich. Aber so oft, wie ich mich in letzter Zeit in irgendwelchen Gefechten befinde und kämpfen muss, den Rückstoß beim Schießen, Äxte und Nahkampfangriffe verursachen mehr Schaden. Aber wir brauchen eigentlich alles. Das ist wirklich immer wieder eine Zwickmühle hier. Für 3000. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall einmal mit. Allerdings kostet der Rest ja wahrscheinlich auch alles so viel. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, das ist das Problem. Jetzt fehlt da etwas. Heilung. Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände benutzt. Sollten wir uns jetzt mal krallen. 10% mehr Gesundheit ist besser als nichts. Und aufstehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Craften. Wir können auf jeden Fall unsere Waffen noch ein bisschen leveln, ne? Waffenverbesserungen. Die Pistole ja schon echt hardcore verbessert. Feuerkraft für mehr Schaden. Erhöht die Feuerkraft um weitere 10% für 100 Schrott.
gerne mal schauen, den Schockbolzen. Erhöht die Reichweite der Bolzen. Aha. Und das erhöht die Reichweite der Bolzen um 200%. Auf, insgesamt auf 200%, so. Wollen wir es mal ausdrücken. Ist auf jeden Fall krass. Und ist auch gar nicht so teuer, jetzt der erste Level zumindest. Von der Reichweite, von den Harpunenbolzen, von den Schockbolzen. Was kann man da? Greift auf mehrere Gegner über und auf größere Entfernung über. Boah, das ist nice. Nehmen wir mit. Das ist der Hammer, wirklich. Verursachen mehr Schaden. Alter. Die Rauchbolzen und die Ladezeit. Sollten auf jeden Fall noch an der Feuerkraft der Pistole ein bisschen herumbasteln. Das nächste kostet 200, ist zu teuer für uns. Können wir uns nicht leisten. Nachladezeit kostet selbst 30. Ich glaube, für 15 werden wir nichts kriegen. Herstellung. Harpunenbolzen. So. Erste-Hilfe-Koffer ist voll. Spritzen. Können wir von unterwegs noch welche herstellen? Shotgun-Muni ist auch voll. Schockbolzen. Haben wir jetzt das Maximum dabei? Waffenteile haben wir noch. Wenn wir jetzt hier reinschauen, halten zum Hineinsehen, dann landen wir. Ah ja, wir landen wieder hier. Das ist gut. Das gefällt mir mit dem Resonanzpunkt hier. Einen Kaffee trinken werden wir auf jeden Fall noch. Erstmal einen Kaffee schlürfen, das Leben wieder voll ist. Dann braucht man sich schon um nichts mehr Gedanken machen. Öffnen. Auf jeden Fall mal die Shotgun nachladen. Auch die Pistole nachladen. Ich höre schon wieder Gegner. Ich glaube und hoffe, dass es nur der da oben ist. Sonst keiner hier auf den Sack geht. Okay, im Truck scheint ja auch nichts zu sein. Hier drüben haben wir noch einen Truck. Sollen wir mal reinklettern? Was haben wir da denn noch? Ein paar Schrottteile. Beziehungsweise Waffenteile. Wo ist der verdammte Resonanzpunkt? Der ist eigentlich genau hier, wo wir sind. Folge den Resonanzen von Lilis Stimme. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier hineingehen war das, glaube ich. Bevor ich mich umsehe, stürme ich auf das Schrott los. Und etwas Rauchpulver. Was war das denn hier? Ach, wir haben noch ein Rohr hier vergessen, okay. Sonst können wir hier noch nichts. Doch, da ist noch Schießpulver. Das können wir auch noch mitnehmen. Wo bist du? Wo bist du? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Wo bist du? Ja, halt zum Einstellen. Untersuchen. Was finden wir denn hier Schönes? Fußstapfen. Wo führen diese hin? Okay, wir können ja auch die Waffe ziehen, also können wir hier auch angegriffen werden. Blut. Untersuchen. Ein paar Tage alt. Hoffentlich nicht Lillys. Das ist nicht von Lilly, das ist von den Zombies, die wir eben gekillt haben. Okay, der nächste Resonanzpunkt kommt.
Wir müssen hier ständig Resonanzpunkten folgen. So, ja, hier ist ja die kleine Crafting-Bank, sag ich mal. Auf der ich mich auch bereits schon mal befand. Was hergestellt habe. Hier waren wir drin, haben wir leergeräumt. Da ist jetzt auch nichts mehr Interessantes. Hier haben wir noch einen Kollegen sitzen. Der aber gar nicht so interessiert war an uns irgendwie. Aber er ist mir aufgefallen. Ich habe ihn gesehen. Von daher konnte er mich nicht überraschen. Da kommen wir scheinbar nicht hin. Eingezäunter Bereich, das mag ich ja immer anspielen. Irgendwo nicht hinkommt, nicht hin darf oder was auch immer. Und auch hier sieht es so aus, als ob wir überrascht werden. Jede Menge Kisten. Aber ich fühle mich hier nicht sicher. Was zum Teufel haben wir hier gemetzelt? Was für ein Zufall, dass wir noch einen den Kopf abgeschnitten haben. Alter. Ich wusste, ich fühle mich hier nicht sicher. Aber wir haben perfekt getroffen. Würde ich mal so sagen. Okay, ich wette, dass hier irgendwo einer liegt, den ich noch nicht sehe. Ich höre nichts. Und es ist zugeschlossen. Es ist zugeschlossen. Da hinten steht einer, einsam und alleine. Ich glaube, er hat keine Freunde mehr. Niemand will mit ihm spielen. Ja, nicht schon wieder. Das mag ich doch gar nicht, wenn die Autos wackeln. Warum hat das Auto jetzt gewackelt? Es kam noch gar nichts. Bisher. Hä? Und da ist auch niemand drunter. Creepy. Absolut creepy. Was haben wir hier noch gehabt? Nur eine Flasche. Hier sind noch vertrauenswürdige Häuser. Würde ich doch im Leben nicht hingehen. Okay, okay, okay. Unsere Präzision ist hoch. Oh, er wackelt immer so krass. Verdammte Scheiße. Gollum! Alter, Gollum will uns killen. Verdammt, keine Munition mehr. Oh nein. Alter. Die ist hardcore. Erstmal hier Glibber krallen. 1200 Glibber. Boah, das hat sich doch gelohnt, hoffe ich. Heftig. Wie viel Muni die gefressen hat. Unbekannte Resonanz. Erfassen. Wände halten es nicht auf. Versteck ist zwecklos. Es kommt. Diese Stimme klingt nicht wie die anderen. Wände halten es nicht auf. Auch Türen nicht. Okay. Halt es auf. Verstecken ist zwecklos. Es kommt. Creepy. Ein bisschen creepy.
Ach, guck mal, jetzt sind wir in dem Bereich hier, wo wir eben nicht hinkamen. Und warum wackeln die verdammten Autos hier immer? Okay, hier liegt wirklich einer drunter. Aber keine Pistol-Muni mehr. Pistolenmunition. Och verdammt, das ist so teuer. Für 10 Kugeln geht schon fast unser gesamtes Schießpulver drauf. Okay, was machst du jetzt? Kannst du auch klettern? Ja, kann er, das gefällt mir gar nicht. Komm schon, reiß dich los! Verdammt, es muss doch eine effizientere und munitionssparendere Lösung geben, diese Viecher ja alle auszurotten, als ständig mein Leben mit so etwas hier zu riskieren. Meine Fresse. Er macht uns einfach platt. Er macht uns einfach so platt. Ja, man ist in dem Spiel echt so krass auf die Munition angewiesen. Man hat einfach keine Munition zur Verfügung, man hat einfach nichts. Man kriegt ab und zu ein paar Items, die aber sich dann wieder so in Grenzen halten, dass man sich damit gar nicht richtig ausstatten kann, bevor man schon wieder ins nächste Gefecht geworfen wird. Okay, ich laufe auch ein bisschen viel randommäßig herum und erforsche und erkunde alles. Vielleicht sollte ich mir das auch sparen. Der ist platt, denke ich. Untersuchen. Okay, er macht's kaputt mit dem Messer. Ob das jetzt so vorteilhaft war, weiß ich auch nicht. Könnte ja sonst was hinter sein. Weiß Gott, was für Kreaturen dahinter sind. Schießpulver, Rauchpulver, hier haben wir noch ein paar Kisten. Mit einigen Schrottteilen drin zum Waffenleveln. Da hinten haben wir den Besucher, aber sonst war da glaube ich nichts. Ach guck mal, haben wir was übersehen. Nochmal 3 Schießpulver. Hier liegen sie schon in Scharen. Ich habe sie schon liegen sehen. 2 Stück mindestens. Das sieht so aus, als ob da hinten noch einer hocken würde. Soll ich mal eben zurückziehen? Die Munition ist leider leer. Pistolenmunition. Stellen wir mal eben ein bisschen was her. 10. Und laden die Pistole auch fleißig nach. Ich sehe seinen verdammten Kopf nicht. Ich sehe seinen verdammten Kopf nicht. Immer Angst, dass sie aufstehen. Kann ich mich an die heranschleichen und die killen, während die liegen? Nein, scheinbar nicht. Was ist mit der Ollen da? Instant Blatt. Sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Amigo hier oben. Der war hier am Schlummern. Und ich glaube, da liegt sogar noch einer. Bin mir schon gar nicht mehr so sicher. Das war's mit ihm. Und das war's mit ihr. Jetzt können wir uns hier die wertvollen Items noch einsammeln. Dann sehe ich schon den nächsten. Scheiße.
Verdammt, jetzt muss ich auch eine Shotgun-Muni für den verballern. Naja, was soll's. Gassenhauer, erledige 60 Gegner. Ui. Wir haben jetzt schon 60 Gegner gekillt. Das ist eine Nummer, würde ich mal sagen. Die kann sich schon blicken lassen.